Moin, Servus, Grüezi und Hallo allerseits. Wir sind wieder dabei. Das ist free. Da sind wir dabei. Wieder eine Collection aufzumachen. Diesmal ist es eine Donnersichel EX-Kollektion. Ich bin gespannt, was drin ist. Leg los, let's go. Bin dabei. Ich bin hyped, hallo? Ja, ist normal. Donnersichel ist cool. Ey Leute, das glaubt mir jetzt hier keiner. Guckt euch das an, wie gut man das öffnen kann. Normalerweise dauert das immer so lange. Und friemelst die blöde Scheiße da immer so raus, wo du so denkst, what the fuck. Das kommt weg. Ach, ich liebe es. Ich liebe es mehr als Eisenkrieger. Die Eisenkrieger haben wir letztes Mal schon mal aufgemacht. Aber auch nur, weil es die Donnersichel in meinem Laden des Vertrauens es nicht mehr gab. Und ich bin halt ein Karmesin-Mädchen. Ist so. Ist so. Karmesin-Mädchen? Jaha. Ich habe Karmesin gespielt. Das ist schön gesagt. Ja, ne? Ich wüsste auch nicht, wie ich das sonst anders hätte sagen sollen. So. Weg mit den Fischers. Haben wir hier. Wo gebe ich dir mal direkt? Schwupp. Das ist keine Promo, ne? Nur die Donnersichel EX ist eine Promo, ne? Ja. Ja. Codekarte gönne ich euch nicht, wie immer. Haben auf jeden Fall schon mal, während der Dude das da mal eintütet. Der Dude? Der Dude. Wer ist der Dude? Der Dude, der Beamon Dude, hat die Energiekapsel aus der Vergangenheit. Beim letzten Mal hatten wir die ja aus der Zukunft. Das Licht ist ein bisschen sehr hell, ne? Ja, aber das ist gut so, dass es Licht hell ist. Aber man sieht nichts. Das ist überlichtet, finde ich. I don't know. Den Wutpilz haben wir hier noch. Ne? Das ist, den finde ich tatsächlich richtig, richtig cool, wenn ich ehrlich bin. Das war eine Alternative Art, die es von dem noch gibt, ne? Wo der so creepy da in der Ecke hockt. Ja. Sehr geiler Scheiß. Lieben wir auch echt extrem. Dann haben wir noch die normalen Donnersichel Promo, Blackstar Promo. Die gibt es auch noch in XXL. Wie gesagt, ich liebe diese XXL-Karten. Die sind echt mega nice. Und ich liebe die Holo-Folge. Richtig geil. Richtig geiler Scheiß haben wir dort hier. Leg los, mach schon mal. Das ist immer noch so ein bisschen. Ist egal. Okay. Das ist bloß die Energie. Die Energie-Trainerkarte. Einfach niedriger machen. Aber egal. So, wir haben jetzt hier noch hier, ne, da unsere vier Booster-Packs. Das kommt weg. So wie letztes Mal. Zweimal Paradox Rift und zweimal Obsidian-Flammen. Regie. Ich glaube, Dragoran, ne? Das war schon klar. Dragoran ist unser Glückspack. Wir fangen an mit dem. Na. Cremanzo. Ja, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, jeder, der, mit dem, wo niemand weiß, wie es heißt. Mit Cremanzo gehen wir rein. Ne, Paradox Rift direkt. Ich bin gespannt. Da gibt es noch so 2, 3, 4, 5 Karten, die ich gern haben wollen würde. Ob es so ist, ist so die andere Sache. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Weg damit. Es geht los. Sind Sie bereit? Immer. Go! Wir gehen rein mit Sodamak. Elitzeber. Nein, Fluberl. Fluberl. Barschwar. Das Barschwar gibt massiv Side-Eye. Ja, zu dir. Verfluchter Staubwedel. Marithelit. Klibbe. Klippe, was gegessen wird auf den Sandwiches in Karmesin. Juju als Reverse. Mantirps. Ich habe früher mal Mantrips gesagt. Mantirps als Reverse und Tektas als normale Holo. Bam. Haben wir's. Bin gespannt, wie es weitergeht. Obsidianflammen. Das ist ein Knattox, ne? Ja. Oder Knattertox. Ne, das ist ein Knattertox. Knattox hat nur einen so einen. Ich mag diese Scheiße. Aber komm, ey, dass sie das als Auto fabriziert haben mit noch zusätzlichen Knattox und Knattertox, das fand ich schon ziemlich cool, muss ich gestehen. Generell Team Star ist schon cool gewesen. Also die Story hinter Team Star fand ich sehr cool, muss ich sagen. Auch wenn viele das irgendwie dumm fanden oder generell, dass es irgendwie so blöd ist. Aber ich fand das wirklich echt cool. Und wir gehen rein ins Obsidian Pack 1. Das andere ist ja das Glückspack. Wenn man Dura kommt. Ja, ja, ja. Paldea Felino. Carnivana, Ferculi, das ist so süß. Tarnpignon, Amphira, Schlickdri, na, Kangama, Spoink als Reverse, Mangospector als Reverse und Alupenio als normale Holo. Ohne Wasserenergie. Mann. Mensch.
Obsidianflammen, was soll das? Gut, Paradox Rift. Eisenkrieger gönnt, hat bisher immer gegönnt, muss ich sagen. Immer wenn ich einen Eisenkrieger. Ich bin gespannt jetzt. Eisenkrieger-Pack geöffnet habe, war da was Geiles drin. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wir sind alle gespannt. Wir sitzen hier nur zu zweit, aber ja. Sind wir bereit? Wir sind bereit und gehen rein mit. Gelatropo. Na, jetzt. Gelatropo. Onyx. Forgita. Knabon. Grillcheater. X-Bat. Hallo. Fight. Wait. Fight. Fight. Hatten wir letztes Mal schon, hab ich gedacht, ich hab ein Déjà-vu. Golbat. Vegicheater. Wutpilz, nochmal. Cool. Und. Gar nichts, war eine normale Ruhe. Gar nicht drauf geachtet vom Reden. Jetzt kommen wir an beim Glückspack. Ich bin gespannt. Seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt? Bin schon gespannt, ja. Wo ist mein Trommelwirbel? Da ist wahrscheinlich nichts drin. Ich hab ganz, ganz. Ich hab dir gesagt, da ist nichts drin. Wir haben diese Box gerade gekauft und ich habe gesagt, da ist nichts drin. Bitteschön, Codecard for you und wir gehen rein mit. Gewaja. Gewaja. Flampion. Froxy. Frubert. Gerade fast ein anderes Artwork, ne? Ja. Sonnenfill. Dicktri. Friedwurf. Yorklef. Tohaido. Und Voltolus. Als Holo. Ich hab's dir gesagt, da ist nichts drin. Das ist ein bisschen sehr sad, aber das soll uns ja nicht stören. Es ist ein Glücksspiel. Es ist immer ein Glücksspiel. Aber wir haben immerhin geile Promos. Meine Katze hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Aber okay. Und Wutpilz haben wir sogar auch zweimal. Jetzt dadurch, dass es jetzt hier als. Das ist ja keine Promokarte. Aber das ist. Bubble-Holo einfach. Das ist eine Bubble-Holo. Leute. Hallo. Ja. Ne? Da sind die Bubbles. Ja, gut. Das war's dann auch schon wieder. Wir sehen uns. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.